nominiert für den WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung sind Projekt 1 Biovitamin B12 – Neue Wege in der Nahrungsergänzung. Die Hefe Schweiz AG in Stettfurt produziert und vertreibt seit über 100 Jahren frische Backhefe und Vorteige, vor allem für Bäckereien. In unserem Projekt ging es darum, die Akzeptanz eines neuen Produkts mit Vitamin B12 auf Biobasis für Vegetarier und Veganer zu erfragen, da es für sie ein grosses Thema ist. Die grösste Herausforderung für uns alle, also sowohl das Projektteam als auch mich, war sicher zuerst mal, dass wir uns alle weder mit Veganismus noch Vegetarismus auskennt haben. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Muss-Kriterien sind alle sehr gut erfüllt und es hat sogar mehr gegeben, als wir dürfen erwarten in der ganzen Risikoanalyse der künftigen Wege. Ein schöner Moment vom Praxisprojekt 2 war sicher die Nomination für den WTT Young Leader Award. Der war für mich persönlich völlig überraschend, dafür natürlich umso erfreulicher. Mit Rahel Gob, Projektleiterin. Tobias Bechart, Mariana Bogdanovic und Flavia Metchiesi. Projekt 2 – Generation Y und der Bahnpartner – wie die Bindung zur Jugend gefördert werden kann. Die Raiffeisenbank Regio Uzwil in Niederuzwil gehört zur drittgrößten Bankengruppe der Schweiz und hat im Jugendsegment eine regionale Marktdurchdringung von 52%. Der Auftrag von unserem Projektteam war, zu eruieren, welche Massnahmen sich besonders dazu eignen, um die Jugendlichen an die Bank zu binden. Die größte Herausforderung war ein Auftraggeber, der schon das allerbeste Angebot am Markt hat, Handlungsempfehlungen zu liefern, die noch besser sind. Wir haben mit einigen Antworten aus der Marktforschung definitiv nicht gerechnet. Und genau die helfen uns natürlich, uns zu verbessern. Darum sind wir unglaublich zufrieden, weil wir das gerade können umsetzen können. Eine grosse Herausforderung in diesem Projekt war, die potenziellen Kunden zu befragen. Denn jeder zweite Jugendliche in diesem Geschäftskreis der Raiffeisenbank Region Uzwil ist schon Kunde. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viele Mal wir auf die Strasse rausstehen und Leute befragen. Mit Anina Angian, Projektleiterin. Maurin Büche. Dario Forster, Dimitri Sonderegger und Remo Wüthrich. Projekt 3 – Strategic Marketing Plan for US Market Entry of the First Fiber Composite Nibbler Power Tool. Die Trumpf Grüsch AG im Bündnerland stellt elektrische Werkzeuge her. Sie gehört zur Trumpf-Gruppe mit weltweit 12.000 Mitarbeitenden. Das Projektteam ist von der Trumpf Grüsch AG beauftragt worden, eine US-Markteintrittsstrategie für ein weltweit neues und einzigartiges Standswerkzeug zu entwickeln. Für die Studierenden, aber auch für uns als Projektcoaches war es die größte Herausforderung während der virtuellen Zusammenarbeit, die Stimmung innerhalb des Teams richtig zu deuten und entsprechend zu reagieren. Also das Ergebnis, das die Studierenden erarbeitet haben, können wir im Grunde genommen 1:1 für den Markteintritt unseres Nipplers für Faserverbundkunststoffe nutzen. Und gemeistert haben wir da, indem wir Freundschaft aufgebaut haben, die richtig stark war. Wie unser Coach von Anfang an gesagt hat, sie sind jetzt in einer Beziehung. Und eine Beziehung, die wir jeden Tag pflegen. Da haben wir dann auch gemacht. Von der FHS St. Gallen mit Joshua Hasler, Projektleiter. Fabio Hohlenstein. Jan Keim. Von der Robert Morris University in Pittsburgh mit Megan Gold, Projektleiterin, Justin Mayfield und Melissa Rainbold. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell-Ausserrhoden gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Marktforschung den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil.